Hallo, willkommen zum dritten Teil der Reihe der Cosmos Experimentierkästen. Heute geht es gezielt um den Cosmos Elektronik Superlabor E200, den dazugehörigen vier Erweiterungskästen sowie dem Netzteil Cosmodron A. In meinem ursprünglichen Einleitungsvideo zu dieser Serie habe ich gesagt, dass ich von jedem Kasten eine Schaltung aufbauen möchte, um diese genau vorzustellen. Dies werde ich für den E200 nicht tun, da mein Kasten sich fast noch im Originalzustand befindet. Sofern werde ich die Bauteile nur zeigen, da einige noch original eingeschweißt sind. Dasselbe gilt auch für die Erweiterungskästen. Alle vier sind noch original eingeschweißt. Vorgeführt wird wieder im nächsten Video, wenn es um das Cosmos Elektronik Oszilloskop geht. Dann werde ich den Funktionsgenerator aufbauen, einen Bauteiltester und als spezielle Überraschung, vielleicht wird das Video sehr kurz, weil das Oszilloskop wird zum ersten Mal in Betrieb genommen. Also ich weiß nicht, ob es noch funktioniert, ob es überhaupt funktioniert. Insofern viel Spaß beim jetzigen Video und bis bald. Cosmos Elektronik Superlabor E200. Das Spitzenprodukt der blauen Cosmos Elektronik-Reihe. Eine komplette unübertroffene Elektronikausrüstung für Anfänger und Fortgeschrittene. Ein Experimentalkurs, der auf vergnügliche Weise bereits in der Grundausrüstung mit den verschiedenen wichtigsten Gebieten der allgemeinen Elektronik, Radiotechnik, Digitaltechnik, Optoelektronik, Messtechnik, Analogtechnik, Steuerungstechnik, Operationsverstärkertechnik, elektronische Musik, Klangfiltertechniken, Technik der integrierten Schaltungen unter anderem vertraut gemacht. Für eine außerordentlich große Vielfalt mit Versuchen, Schaltungen und Geräten. Ab 14 Jahre und für Erwachsene. Versuchsprogramm. Reizvolle elektronische Spielereien, ausgewogene theoretische Hinweise, eine Fülle von praktischen, brauchbaren Geräten sowie Kniffe und Tricks für den Praktiker. Unter anderem Metallsuchgerät, Mittelwelleradio, Kurzwellenradio, UKW-Schaltung, Dampflokgeräusche, Dämmerungsschalter, Stereo-Sprachausblendung, Klatschschalter, Analog-Rechenschaltung, Entschuldigung, Zeitschalter, Klangregelstufen, elektronisches Vogelgezwitscher, verschiedene Messgeräte, Bremslichtkontrolle, Alarmschaltungen, Transistor- und Diodenprüfer, Fernsteuerung per Handtelefon, Haustelefon, Entschuldigung, Digitalschaltungen, Sirenen und so weiter. Experimentierausrüstung. Vierfach Operationsverstärker IC mit 52 Transistorfunktionen, Leuchtdioden, Transistoren, Dioden, Lautsprecher, Doppeldrehkondensator, Potentiometer, Ferritstab, Spulen, Widerstände, Kondensatoren, Drehspulinstrument mit Messadapterplatine, formschönes industriemäßig gestaltetes Gehäuse. Zu dem E200 gab es vier zusätzliche Erweiterungskästen. Diese werden später in diesem Video vorgestellt. Ansicht der Verpackung des E200. Ein kleiner Seitenhieb. Das abgebildete Gehäuse gehört zum Erweiterungspaket Radio und Elektronik Ü3, der als Vorstufe zum E2 vertrieben wurde. Zu erkennen an der Lage der Einbauten und dem fehlenden dritten Potentiometer sowie dem dritten Umschalter sowie der Leuchtdiode. Der geöffnete Kasten mit dem Handbuch und den einzelnen Komponenten. Dazu eine persönliche Anmerkung. Die Kühe flogen an diesem Tag bei meiner Ex-Mutter wieder besonders tief. Der im Bild zu sehende schwarze Karton ist eine Abdeckung für das aufgebaute Gehäuse mit Lüftungsschlitzen. Dieser wurde praktisch sofort in bewährter Tradition in kleine Stücke zerrissen und in der tiefsten Stelle des orangen Mülleimers versenkt.
Dieser war ein Relikt aus den ausgehenden 70er Jahre. Dann folgte ein Vortrag zum Thema Bleivergiftung. Sie war der festen Meinung, dass der links oben zu sehende Ferritstab aus Blei besteht und ich diesen wegwerfen sollte, um keine Bleivergiftung zu bekommen. Es folgte eine längere Diskussion und mühsame Diskussion darüber, dass dieses gepresste Eisenpulver halt kein Blei ist. Die Bauteile in der oberen Ebene, von links nach rechts. Die komplexeren Bauteile haben zur Erläuterung eine eigene Bilderstrecke. Der 8 Ohm Lautsprecher, besagter Ferritstab, zwei Drehknöpfe für die beiden Putties, eines mit 100 Kiloohm in linearer Teilung und eins mit 100 Kiloohm in logarithmischer Teilung. Die sogenannte Messplatine, bestehend aus zwei Trimmern und zwei Festwiderständen. Zwei Umschalter für die Montage in der Frontplatte, das IC-Modul mit dem Vierfach-Operationsverstärker LM324N, der Drehkondensator mit zwei Kapazitäten, eine Spule Kupferlackdraht sowie das Messinstrument. Zwei rote Leuchtdioden, zwei NPN und ein PNP-Transistor sowie das Rad zum Einstellen des Drehkondensators. Dahinter sind die beiden Pappbögen mit den Bauteilen noch im Originalzustand. Die drei Steckplatinen in Schwarz und die Komponenten des Gehäuses selbst mit Batteriehalter für die 6 Zellen. Unter den Steckfedern befinden sich die Kontaktfedern sowie diverse mechanische Bauteile zur Montage aller Teile. Der kleine Unterschied eben, das ist ein Foto der Frontplatte des echten E200, während das Foto auf dem Karton die Frontplatte des E3 zeigt. Detailaufnahme der Steckplatinen. Links ohne Steckfedern, auf der rechten Seite mit Steckfedern. Die Steckplatine auf der linken Seite ist speziell für das IC-Modul ausgelegt. Dieses Foto, das dem Kasten zu oberst beilag, soll als Beispiel zum Aufbau dienen. Es gibt aber ein Osterei. Wo befindet sich es? Drei. Zwei. Eins. Und gefunden? Der Trimmer unten links gehört nicht zum E200. Dieser ist Bestandteil unter anderem des Radio- und Elektronik 100. Das Messinstrument zum Einbau in die Frontplatte. Es besitzt einen Innenwiderstand von 1,2 Kiloohm und benötigt für den Vollausschlag 100 Mikroampere. Das Instrument wurde auf der Innenseite der Frontplatte mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Das IC-Modul enthält einen vierfachen Operationsverstärker, einen LM324N im 14-poligen Deal-Gehäuse, einem bekannten Elektronikrastermaß mit einem Zehntel Zoll, also 2,54 mm. Das IC-Modul wurde auch für andere Cosmos-Kästen benutzt. Es ist auch ausgelegt für 16-polige ICs, zu erkennen an den fehlenden Lötstiften. Das sogenannte Messmodul besteht aus zwei Trennpotentiometern in linearer Teilung mit je 47 und 10 Kiloohm, mit je einem Festwiderstand in Reihe. Zu dem Trimmer mit 10 Kiloohm liegt der 100 Kiloohm Widerstand, zu dem 47 Kiloohm Trimmer liegt ein 82 Kiloohm Widerstand in Reihe.
Der Doppeldrehkondensator verfügt über zwei Kapazitäten, einmal 142 PF und einmal 59 PF. Beide Kondensatoren teilen sich einen Anschluss, so dass der Drehkolben mit drei Anschlüssen auskommt. Die elektrischen Bauteile werden in zwei Pappscheiben geliefert, die hier gezeigt sind, noch im Originalzustand. Der obere Streifen enthält die Kondensatoren und Widerstände. Von links zwei Elkos, vier Keramikkondensatoren im typischen Grün, fünf Styroflexkondensatoren, 14 Widerstände und eine Germaniumdiode vom Typ 1N60M. Der untere Streifen von links zwei Siliziumdioden, wahrscheinlich 1N4148, zwei Elkos und noch sechs Widerstände. Die beliebte Beschäftigung eines jeden Elektronikers: dem Wickeln von Spulen. Cosmos war diesmal etwas innovativer als beim Radion Elektronik 100. Die Spulen wurden nicht auf einen Spulenkörper gewickelt, der für jeden Versuch wieder umgewickelt werden musste, sondern die Spulen wurden auf ein Stück Pappe gewickelt. Dieses wurde verklebt und der Ferritkern über diesen Spulenkörper geschoben. Damit war es möglich, jede bereits gewickelte Spule wieder aufzuheben für spätere Versuche. Das Handbuch des E200. Dieser war diesmal ein dickes Ringheft mit 221 Seiten. Wie schon beim Junior und Radio und Elektronik 100 war das Handbuch sehr gut strukturiert im Aufbau sowie über die Grundlagen. Es wurde alles wiederholt und auf mögliche Fehlerquellen hingewiesen. Wie zum Beispiel die Funktion eines elektronischen Thermometers. Auf diese Seite komme ich gleich im Video zurück, wenn ich die einzelnen Komponenten des Kastens vorstelle. Bis hin zu einer einfachen Schaltung auf dem Steckbrett, in diesem Fall ein einfaches Blinklicht. Das betrifft ebenfalls die sehr gut beschriebene Aufbauanleitung für das Chassis und die Frontplatte. Die angebotenen Schaltungen reichen bis hin zum UKW-Empfänger, inklusive der Erklärung, wie die Frequenzmodulation funktioniert. In diesem Fall wurde eine einfachste Variante des UKW-Empfangs gewählt, das sogenannte Pendel-Audion. Alle Schaltungen wurden auch genauestens erklärt, inklusive eventueller Hinweise zum Aufbau selbst und Fallstricke. Und besonders die damals omnipräsente GEZ-Propaganda. Erst anmelden, dann einschalten, Formulare bei allen Postämtern, Banken und Sparkassen. Wer erinnert sich noch an diesen Spruch bzw. die Werbung? Und passend dazu der Tütata. Nicht nur Schengo O66, sondern auch ich habe regelmäßig Polizei und Feuerwehr vor der Tür. Ebenso wurde der Aufbau der Schaltung erklärt, sowohl als Schaltplan als auch der Aufbau auf dem Steckbrett selbst, inklusive der Verkabelung aller Komponenten. Und natürlich auch alle Schritte zum Inbetriebnahme der Schaltung selbst, plus Kontrolle und Tipps zur Fehlersuche. Erweiterung E201 Digitalpraxis.
Digitaltechnik, wie sie in den modernsten Computern unserer Zeit Anwendung findet. Mit zwei Superleuchtziffern und zwei Digitalzählern. Für Geräte und Schaltungen mit Gattern, Flipflops und Zählern in integrierter und diskreter Zählbauweise, wie zum Beispiel einfache und mehrzellige Zähler bis 199. Digitalvoltmeter, Lottogenerator, elektronischer Würfel mit Musik, Digitalthermometer, digitales Luxmeter, Musiksynthesizer, Knobelspiel, eher du, tönende Digitalstoppuhr und vieles mehr. Erweiterung E202 Infrarotpraxis. Senden, Empfangen, Fernsteuern. Infrarottechnik von der Weltraumfahrt bis zur Haushaltselektronik. Spannende Versuche und Schaltungen mit unsichtbaren Lichtquellen. Zum Beispiel drahtlose Nachrichtenübertragung, Abstandswarnmessgeräte, ferngesteuerte Schalter, unsichtbare Diebesfalle, Automatik, Lichtsensor, Entfernungsmesser, Belichtungsanzeige, Infrarotlichtschranke und vieles andere. E203 HiFi-Praxis. Stereo-Mono-Leistungsverstärker bis zu 20 Watt. Moderne Audiotechnik mit integrierten Verstärkerbausteinen. Hochinteressante Aufbauten und Schaltungen. Zum Beispiel 2x10 Watt Stereo-Verstärker, 1x20 Watt Brückenverstärker, Mikrofon- und Phono-Verstärker, Mischpult, Klangbeeinflussung, Klangeffekte, Rhythmusgerät, Leistungsindikator für Lautsprecher, Modellbahn- und Motorensteuerung und vieles andere mehr. Der Neupreis war 49,80 Mark. Erweiterung E204 Bioelektronik. Geheimnisse des Lebens elektronisch erfassen. Absolut ungefährliche Versuche aus der humanen Physiologie, wie zum Beispiel Herzaktionssignale, Muskelentspannung, Gehirnaktivität, Hörgrenze, Hauttemperatur, Reaktionszeit, Pulsfrequenz und vieles andere mehr. Der Neupreis war damals 75 Deutsche Mark. Kosmos Elektronik Superlabor Netzteil Kosmodron A. Netzgerät zur Stromversorgung statt Batterien für elektronische Schaltungen. Anschluss an Wechselstromlichtnetz 220 Volt 50 60 Hertz. Ausgänge 4,5 und 9 Volt, bromfreie Gleichspannung, maximal 200 mA. Elektronisch stabilisiert, absolut kurzschlussfest, entspricht VDE-Richtlinien und Spielzeuggerätenorm. Wie man sieht, ist das Netzteil auch in die Jahre gekommen. Die Isolation zerfällt so langsam. Die Gummis werden spröde und zerbrechen. Das ist halt das Schicksal von Kunststoffisolation nach 40 Jahren. Das Gerät selbst habe ich noch nicht getestet. Zu sehen ist die Originalverpackung. Auf der Webseite sind noch weitere Bilder des Cosmodron A. Und wie immer, alle Links sind in der Videobeschreibung verfügbar. So, kommen wir mal zum Innenaufbau des Kastens, also den Komponenten. Wie ich schon im Vorspann gesagt habe, der Kasten ist fast noch im Originalzustand. Insofern werde ich keinen Aufbau machen, sondern nur die Komponenten demonstrieren.
am ehesten ins Auge stechen die Experimentierplatten. Diese ist schon komplett bestückt mit den Kontaktfedern. Sie ist im Prinzip identisch aufgebaut wie beim Cosmos Radio und Elektronik 100 bzw. 101. Es gibt auch die Abbiegehilfen für die Drahtbrücken. Diese Platte hier ist zweimal vorhanden, einmal noch ohne die Metallfedern. Und es gibt eine spezielle Mittelplatte für das sogenannte IC-Modul. Du musst ein bisschen Ordnung schaffen, um Platz zu haben. So. Das IC-Modul ist ein gutes Stichwort. Einer der Pluspunkte des E200 war die Werbung mit dem besagten IC-Modul. Dies ist ein Operationsverstärker mit vier Operationsverstärkern in einem Gehäuse. Es ist der LM324N. Das ist ein weit verbreiteter Operationsverstärker in der damaligen Zeit gewesen. Man sieht, die Kontakte sind schon oxidiert aufgrund der langen Lagerung. So eine Großaufnahme auf die Gefahr hin, dass der Fokus nicht funktioniert. Was hier gerade vibriert, ist die vorbeifahrende Tram. Ich weiß nicht, ob das auf im Ton ankommt, aber so hören sich 8.500 Röhren an, die vibrieren. Zu dem NF-Modul, Entschuldigung, dem Verstärkermodul gab es auch das sogenannte Messmodul. Das Messmodul besteht aus zwei Trimmern zu je 47 und 100 Kiloohm und zwei in Reihe geschaltete Widerstände. Der Fokus mitspielt. Das Modul hat noch die Isolationsschicht.
versuche sie mal abzuziehen. Fokus klappt es nicht so ganz. Zu dem Messmodul gibt es auch ein Messinstrument. Es fällt schon auseinander. Die Klebestreifen, die das Glas und das Instrument zusammenhalten, merkt man so langsam das Alter an. Die technischen Daten sind Vollausschlag bei 100 Mikroampere und Innenwiderstand ist 1,2 Kiloohm. Es gab den Doppeldrehkondensator. Das klappt jetzt mit dem Fokus nicht so ganz. Der hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, 148 PF. Und 52 PF. Ich habe es vor 20 Minuten erzählt, aber ich weiß es nicht mehr. Dann natürlich zwei Putties. Zum einen ein lineares Putty mit 10 Kiloohm und das hier ist das logarithmische Putty mit 100 Kiloohm. Die werden an die Frontplatte montiert. Identisches Konzept wie beim E100. Es gibt zwei Umschalter. Die werden auch in die Frontplatte gesteckt. Dann natürlich den Lautsprecher. Das ist auch ein 8 Ohm Lautsprecher. Es ist im Prinzip dasselbe Modell wie beim 100, Entschuldigung. Also Radio und Elektronik 100.
Das ist das Modell, das ich im letzten Video vorgestellt habe. Dann gibt es natürlich den Ferritkern. Wie gesagt, Cosmos war in diesem Fall innovativer. Die Spulen wurden auf Papphülsen gewickelt und somit konnte der Kern ausgetauscht werden, ohne die Spule dauernd umzuwickeln. Das war wesentlich besser als beim letzten Modell mit dem fixen Drahtkäfig. Und jetzt hier direkt ein Announcement. Von den Ferritkernen habe ich zwei Stück. Wer einen Kern benötigt für seinen Kasten, da soll mir eine Mail schreiben. Und natürlich, da wir gerade bei Spulen sind, die Spule, also die Drahtspule. Die identische wie im letzten Kasten, also dem Radio und Elektronik 100. Auch fast unbenutzt. Also wie ich schon das letzte Mal sagte, Spulen wickeln ist irgendwie nicht en vogue. Als Bauteile gibt es noch die zwei Leuchtdioden. Ist mit dem Fokus ein bisschen schwierig. Aber man sieht, dass der Draht schon stark korrodiert ist. Auch wieder aufgrund der langen Lagerung. Das sind die Transistoren. Da hat der Fokus überhaupt keine Lust, wie es aussieht. Es gibt zwei NPN und einen PNP-Transistor. Dann gibt es den Drehknopf für den Drehkondensator. Kopffokus. Talk to me. Und zunächst kommen wir dann zu den interessanten Teilen, nämlich den Bauteilen. Die sind in zwei Pappschubern mitgeliefert. Das hier sind die Originalschuber, noch komplett eingeschweißt. Herausnehmen der Bauteile. An beiden Seitenlinien jeweils ca. 13 mm breiten Streifen abschneiden. Die beiden Papierstücke vorsichtig von außen her abziehen. Bauteile herausnehmen und eventuell vorhandene Klebstoffreste an den Anschlussdrähten entfernen. Das sind von links zwei Siliziumdioden, wahrscheinlich 1N4148, zwei Elkos und 6 Widerstände. Und der andere enthält
die typischen Kosmoskondensatoren in grün, Giftgrün. Ich hoffe, der Fokus kommt. Es gibt fünf Gyroflex-Kondensatoren. Das sind die hier. Zwei Elkos. Einige Widerstände und ganz links eine Germaniumdiode. Dann gibt es natürlich noch die ganzen mechanischen Bauteile, sofern sie nicht runterfallen. Das hier sind die Federkleppen, noch original verpackt. Das sind die mechanischen Komponenten. Rot sind die Klemmen, mit denen ich die Platten zusammenlege. Schrauben. Die Isolationsscheibe für das NF-Modul, ich sage immer NF-Modul, für das Messmodul und das IC-Modul. Die Moment, bin ich außerhalb des Bildes. Die Klemmen für die Lautsprecher, da kommen wir gleich zu. In der anderen Tüte sind doch diverse Schrauben und Schrumpfschläuche. Die wurde schon angerissen. Die Taster. Bisschen schwierig zu zeigen. Die Taster sowie Schraubmaterialien, Unterlegscheiben und Schrumpfschlauch. Wer im Handbuch das Kapitel am Anfang gelesen hat über die elektrische Messung von Temperaturen mit Hilfe eines Nickeldrahtes, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ins Bild bekomme. Elektronisch gemessen, Streichholz oder Feuerzeug, was ist heißer? Auf der Website sind diese zwei Seiten auch in guter Qualität enthalten zum Nachlesen. Auf jeden Fall, das ist der benötigte Draht und der ist auch unbenutzt, wie es sieht. Weiterhin sind noch original verpackt. Die Drahtbrücken zum Selbstbiegen. Man sieht, die Drahtbrücken sind schon vorisoliert. Das hier sind die kleinen Drahtbrücken. Das andere waren die großen. Hier sind die kleinen. Das sind die langen. Die langen sind auch original verpackt. Die kleinen hatte jemand angerissen und eine Drahtbrücke gebogen. Dann haben wir noch die Haltefeder für das Batteriemodul. Da kommen wir auch gleich zu. Zum Rausbrechen
die Drahtfahnen für die Spulen. Das ist auch dieselbe Technik wie beim Radio und Elektronik 100. Dann der Haltesteg für den Mittelabgriff der Batterien. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil, nämlich die Frontplatte und die Das hier ist der Haltesteg für die Batterien. Dort werden die 6 Mignon-Zellen eingespannt. Und dann entsprechend fixiert. Der mittlere Steg wird auch als Mittelabgriff benutzt für die 0 Volt. Der Kasten arbeitet mit minus 4,5 Volt und plus 4,5 Volt. Das sind die Seitenteile. Man sieht hier die Buchsen für die Lautsprecher der 70er Jahre und die Diodenbuchsen. Der Kasten konnte damals mit der gängigen HiFi-Gerätschaften verbunden werden. Das ist die andere Seite. Und hier ganz wichtig, die gestanzte Frontplatte. Und auch ganz wichtig, Cosmos. Hier sind die beiden Berührungstaster, hier aber der Drehkondensator, hier das Anzeigeninstrument, 3 Putties, 3 Schalter und 3 Leuchtdioden plus den Lautsprecher. Das Anzeigeninstrument und der Lautsprecher wurden diesmal geklebt. Mit doppelseitigem Klebeband. Das sieht so aus und ist auch schon sehr in die Jahre gekommen. So, das war praktisch der Cosmos Elektronik Superlabor E200. Die Erweiterungskästen sind schon vorgestellt worden. Wie gesagt, alles sind noch original verpackt. Insofern kann ich leider nicht mehr zeigen als das Bild des Kastens von außen. Der 201 war der einzigste Erweiterungskasten, den ich auch hatte. Digitaltechnik. Der Traum jedes angehenden funktionalen Autisten, nämlich Zahlen. Und bis zum heutigen Tag steht die ganze Wohnung voll mit Digitaluhren, primär Nixie-Uhren. In allen Größen und Farben. Gut,
Im nächsten Video geht es, wie gesagt, weiter mit dem Digital-Oszilloskop. Entschuldigung, nicht digital, mit dem Analog-Oszilloskop. Ich mache den Satz nochmal. Dem Cosmos-Analog-Oszilloskop, passend zum E200, plus Funktionsgenerator und Bauteilprüfer. Und ich hoffe, es funktioniert alles, weil das wird das erste Mal sein, dass ich diesen Kasten einschalte. Also, bis zum nächsten Mal. Wie schon gerade gesagt, das nächste Video wird sich über das Cosmos-Oszilloskop drehen und den Signalgenerator und den Bauteiltester. Und wie gesagt, es ist noch nicht geprüft. Das wird eine kleine Premiere oder ein sehr kurzes Video, wenn es kaputt sein sollte. Danke fürs Zuschauen und bis bald.